magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Papa wird den Kuchen hier ganz sicher lieben, Morphle. Mmh, sieht lecker aus! So schwer wie Papa mit uns zu kämpfen hat, verdient er auch mal eine Aufmerksamkeit. Oh, Kuchen! Oh, wer isst Kuchen? Hey, stell den zurück! Wir müssen uns diesen Kuchen zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Hüpfball. Morphle? Morph, Morph! Her mit dem Kuchen, Orphel! Nee, nee. Was soll das denn? Morphle tut leid! Orphel nicht isst Papas Kuchen! Morphle, verwandle dich in ein Rennauto, damit wir Orphel einholen. Morphle, Morph, Morph! Nicht schon wieder! Das tut mir echt leid, Herr Wenderbus. Das ist unser Kuchen für Papa. Kommt her und holt ihn. Morphle bringt Papa um seinen Kuchen. Wir müssen den zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Roboter. Dieser Tag kann immer noch richtig magisch werden. Morphle, Morph, Morph. Das ist jetzt das dritte Mal heute. Tut mir leid. Morphle, fang den Kuchen. Super gemacht, Morphle. Du hast ihn gerettet. Sie bekommen nachher auch ein Stück davon, Herr Wenderbus. Hey, wo bleibt Orphel? Den haben wir für dich gebacken. Oh, danke. Und ihr habt das ganz problemlos geschafft? Ganz und gar problemlos. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Was du? Hallo Mila und Morphle. Es scheint, dass ich die Grippe habe und meine Arbeit nicht machen kann. Können wir Ihnen helfen, Mr. Joe? Morphle, Hilfe! Oh, diese Fahrzeuge müssen schnell zu ihren Besitzern gebracht werden. Aber ich habe... Ich habe diese Liste. Oh, oh. Die Namen der Fahrzeugbesitzer sind alle verschmiert. Aber ich denke, wir können es immer noch herausfinden. Morphle, verwandle dich in einen großen roten Truck. Ich glaube, der Traktor muss an Polizist Freeze gehen. Braucht der Polizist einen Traktor? Ich glaube, so steht es auf der Liste. Okay. Hä? Ja. Aber das... Tut mir leid, Polizist Freeze, aber wir sind in Eile. Hä? Huch, hoppla! Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, diese Kinder. Das ist unmöglich. Oh nein, ich glaube,
Fehler gemacht, Morphel. Verwandle dich auch in ein Polizeiauto. Morphel, fangen Sie! Versuchen wir jetzt, die Fahrzeuge zu den richtigen Besitzern zu bringen. Ich glaube, dieser Traktor gehört zu... Farmer Bob! Und der Eiswagen muss Geraldo gehören. Juhu! Hey, Mila und Morphel, wie ist es gelaufen? Es ist alles geliefert worden, Mr. Joe. Oh, toll. War die Liste eine Hilfe? Nun... Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Mila. Morphel liebt Spiegelwelt. Morphel! Nein, 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 Morphel. Steck ihn wieder in mich rein. Das ist awful. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphel sehr freundlich ist, befürchte ich, dass awful in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass awful in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphel, lass uns eine Weile mit Chroma spielen. Hallo, Morphel. Wie geht's dir heute? Police Officer? Schön. Was machst du denn da? Morphel! Morphel, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphel. Ah, da bist du ja, Morphel. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke, aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher, nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphel war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach awful. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Morphel? Brauchst du irgendwas? Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphel. Aber wenn das Morphel ist, wer ist das? Morphel! Wer gewinnt? Und wer ist der echte Morphel? Wir müssen dafür sorgen, dass Orphel nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphel. Chroma, male Orphel grün an. Orphel grün? Ich hoffe, wir müssen Orphel nicht wiedersehen. Wandle dich in einen Ball. Ich wünschte, ich könnte mich auch in lustige Dinge verwandeln. Ich habe eine Idee. Glitzermops kann uns in magische Haustiere verwandeln. Kannst du uns in Morphels verwandeln? Uns ein Spiel spielen. Wer am höchsten hüpfen kann, der gewinnt. Mach einen Morphel. Was? Nein! Toll! Morph-Helikopter!
sein. Folgen wir ihnen. Versuch zu landen, April. Das ist... nicht einfach. Oh nein! Sie haben den Kran getroffen. Offen ist okay, aber der Kran wackelt noch. Keine Sorge, Builder Mary. Ich bin hier, um... Schnell, Morphle. Verwandle dich in ein Flugzeug. Ah! Wuhu! Puh. Diesmal will ich ein Roboter sein. Tut mir leid. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Stoppt jetzt hier. Nein! Ja, wir haben es geschafft. Ihr zwei habt in der Stadt für viel Ärger gesorgt. Es tut mir leid, Mila und Morphle. Ich sollte kein Morphle mehr sein. Kannst du uns bitte zurückverwandeln, Glitzermorph? Nein! Ich hatte so viel Spaß! Es hat Spaß gemacht, aber ein Morphle zu sein war so schwer. Ich bin froh, wieder ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphle und eine April geben. Und ich liebe euch beide. Mila, Morphle, der Betreuer rief an. Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo. Okay, Papa. Morphle, verwandle dich in ein fliegendes Haus. Mila, Morphle, toll! Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar! Toll! Wir können alle in Morphle, dem fliegenden Haus, fliegen. Die Wüste ist heiß und trocken. Das ist das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphle, schau mal! Es ist ein Drache! Ich glaube, er will mit uns kommen. Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden. Nicht wahr, Morphle? Yeah. Oh-oh. Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin. Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt. Okay, gehen wir an einen anderen Ort. Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen. Oh oh, aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen. Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden, aber wir geben nicht auf. Sieh mal, Morphle. Da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen. Okay, Drache, du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist es Zeit für Morphle und mich, nach Hause zu gehen. Bye, bye. Verstehe ich. Du bist ein magisches Haustier. Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten. Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter. Aber ich habe schon ein magisches Haustier. Morphle. Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können.
Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich. Hey, süßer kleiner Kerl. So lustig. Eines Tages wirst du groß und furchterregend sein. Mit diesem Zapper, den wir von Professorin Paula gestohlen haben, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Das wird ein toller Tag in der Tierauffangstation, Morphel. Ja! Mina, Morphel, die Banditen verwandeln alle Tiere in Riesen. Oh nein, wir müssen den Zapper zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Das ist nicht toll, Barky. Wow. Oh nein. Oh nein. Gebt uns den Zapper, Banditen. Das glaube ich nicht. Ron, zapp sie weg. Oh, oh, das haben wir nicht bedacht. Wir kommen wieder. Ja. Toll, jetzt zappen wir alle Tiere zurück. Da. Das ist der Pinguin. Nummer 1. Ihr seid sehr klein geworden. Aber ihr seid immer noch großartig. Weiß. Aha. Du bist also diejenige, die die ganze Farbe aus der Stadt gestohlen hat. Das solltest du nicht tun. Eine Welt ohne Farben ist nicht lustig.
das ist lustig. Lasst uns noch mehr Tiere in lustigen Farben malen. Oh, da bist du ja, Chroma. Ich habe dich schon gesucht. Es gibt viele Probleme in der Stadt, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphle kann Chroma helfen, alles wieder in den ursprünglichen Farben anzumalen. Nun, es scheint, sie hatten recht. Bitte, sie zuerst. Wow, du hast schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphle und Chroma sind ein wirklich tolles Team.